Denn um auf dieses Level zu kommen, und das ist das Allerwichtigste zu verstehen hier, um auf dieses Level zu kommen, ja, reicht es nicht, wenn ich Marketingbudget ausgebe auf diesem Level. Ja, genauso wenig, wie es reicht, wenn ich auf diesem Level bin, ja, Level 2, wenn ich hier auf Level 2 bin und ich möchte auf Level 3, ja, dann ist es doch völlig logisch, dass ich niemals auf Level 3 komme, wenn ich weiterhin Marketingbudget ausgebe des zweiten Levels, also von Level 2. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema die drei Wachstumslevel. Die drei Wachstumslevel, denen ich immer wieder begegne, wenn ich mit meinem Kunden im Gespräch bin oder mit potenziellen Neukunden oder auch Bestandskunden. Und wird vielleicht heute das wichtigste Video, das ich jemals gedreht habe. Denn viele meiner Kunden, und ich denke mal, das ist auch ein sehr gut repräsentativer Querschnitt aller anderen IT-Dienstleister und Softwareentwickler da draußen, die sich in ähnlichen Situationen befinden oder in ähnlichen Levels von Wachstum-Level, haben ähnliche Probleme, ja, oder vielleicht sogar, möchte ich mal sagen, existenzielle Probleme, und deswegen heute mal dieses Video. Ja, ich nehme mir mal ganz bewusst die drei hier Farben hier, wie so eine Ampel, grün, orange und rot, ja. Und ich fange jetzt einfach mal an, hier mit der Farbe rot, ja, hier unten. Machen wir erstmal eine schöne Überschrift. Machen wir mal ein lila Wachstumslevel. So. Das ist das Thema des heutigen Videos, dieses Videos hier, und wir fangen mal ganz unten an. Wachstumslevel Nummer 1. Ja, das ist hier das erste Wachstumslevel, und das ist natürlich hier von 0 bis 1 Mio, sagen wir mal sowas. Ja, von 0 bis 1 Mio. Und ich habe ganz häufig Kunden, die mich auch, es sind auch insbesondere die Kunden, die mich häufig über YouTube zum Beispiel anschreiben, ja. Meistens ist es hier eine Two-Man-Show, ja, eine Two-Man-Show, das heißt, es haben sich einfach zwei zusammengetan, ein Programmierer, der sozusagen sehr technisch ist, ein anderer vielleicht etwas mehr kaufmännisch, oder meistens sogar zwei sehr technische Leute. Das sind meistens hier, sagen wir mal, eine Two-Man-Show. Eine Two-Man-Show, also Zwei-Mann-Show. Ja, und was machen die? Die sind natürlich selber logischerweise extremst stark im Projektgeschäft verwickelt, ne? Weil es gibt ja nur diese zwei Personen, das sind dann also Programmierer, die alles selber machen. Ja, die haben dann eventuell nicht mal eine Assistentin, teilweise nicht mal einen Buchhalter in der Regel. Ja, die haben halt einen Steuerberater, so das, was sie halt haben müssen, so das Minimum. Und die machen halt so zwischen, ja, sagen wir mal, also 0 bis 1 Million, das ist ein bisschen doof, weil hier geht es ja um Umsatz, die müssen ja Umsatz machen, also meistens machen die so zwischen einer Viertel und einer halben Million Umsatz oder einer Million Umsatz, also meistens nicht mal eine Million, sagen wir mal so 250.000 bis 500.000 sowas, ja, eine Zwei-Mann-Show, und es ist sehr, sehr stark schwankend, ja, sehr stark schwankend. Warum? Weil sie natürlich hier Zeit für Geld tauschen, ja, und im Projektgeschäft sind. Das heißt, während sie ein Projekt abwickeln und abarbeiten, haben sie natürlich überhaupt keine Zeit, sich um irgendwelche Folgeprojekte zu kümmern. Ja? Und
Das ist hier das größte Problem, was die haben. Ja? Das heißt, die sagen, okay, wir haben hier, sagen wir mal, wir nehmen jetzt hier einfach mal 500.000 Umsatz, ja, und haben hier, sagen wir mal, eine Marge von, ja, jetzt sagen wir mal, einfach irgendwas, 20%, ja, dann haben wir hier 100.000 Euro Gewinn gemacht, ja, am Ende des Tages, ein bisschen wenig eigentlich, ja, aber jetzt sagen wir einfach mal, es sind 100.000 Euro, ja, 100.000 Euro Gewinn, 100.000 Gewinn, ja, und das Problem ist hier, wir wollen jetzt, dann treten die häufig an mich heran und sagen, okay, wir suchen jemanden, der uns dabei hilft, Neukunden zu gewinnen. Ne? So dass wir, wenn wir hier sozusagen eine Two-Man-Show in unserem Projektgeschäft verwickelt sind und so weiter, sobald dann wir wieder Luft haben, ja, sozusagen als Lückenfüller, ja, jemanden reinholen von extern, so wie mich zum Beispiel oder mein Team, um hier Leads zu generieren, Neukunden etc. Und das Problem ist dann, die sagen, okay, wie viel wollen wir ausgeben, ja, um diesen externen zu beauftragen für Leads und Marketing und so weiter. Ja. Und dann sagen die, sagen wir, okay, boah, wir machen jetzt irgendwie so 100.000, bleiben uns übrig. Ja. Das sind dann ungefähr so, ja, pro Person irgendwie so 5 oder 6.000. Ja. Und ja, da wollen wir natürlich, das brauchen wir zum Leben und so weiter. Und haben vielleicht schon einen gewissen Standard, ja, wenn wir das vergleichen. Ja, okay, wir sind jetzt noch in der Wachstumsphase, aber sagen wir mal 10% davon wollen wir in Marketing investieren, ja, Marketing, Lead-Generierung, ja, dann sagen wir so, okay, 10.000, ja, investieren wir hier mal, ja, also invest 10 bis 15.000, also 10 bis 20%, 10 bis 20.000, ja, sagen wir mal 20, 25, irgendwie sowas. Ja. Das heißt, und hier sehen wir auch schon, warum das Ganze in roter Farbe hier geschrieben ist, ja, in roter Farbe, weil, da komme ich dann gleich noch dazu im Vergleich, weil natürlich mit 10, 20k Marketingbudget im Jahr, aufs Jahr gerechnet, das komplette Jahr, so geteilt durch 12 pro Monat, sind das 1.000 bis 2.000 Euro Marketingbudget maximal, ja. Kannst du dir sehr gut vorstellen, also da brauchst du noch nicht mal irgendwie eine PPC-Kampagne aufsetzen, ja, eigentlich in der Regel. Ist ein bisschen schwierig, ja. Also, da kommen wir aber dann gleich noch dazu. Also, das ist das eine Wachstumslevel. Das ist das Wachstumslevel sozusagen, die absolute Basislevel, ja. Das ist Wachstumslevel Nummer 1, Stufe 1. Dann das nächste, das ist mal schon ein bisschen weiter. Das ist dann schon orange, ja. Also, wenn wir das hier mal so wie Ampel sehen, ja, Wachstumslevel 2. Sagen wir mal hier so hin, da befinden wir uns so, sagen wir mal, zwischen, ja, 1 und 5 Millionen. Da habe ich auch viele Kunden in der Phase. Deswegen schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie das so ist. 1 bis 5 Millionen, ja. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, 1 bis 5 Millionen, da sind wir auch 20%. Dann sind wir hier bei, nehmen wir mal den Mittelwert, ja, sind wir hier so mal bei 20%, dann sind wir hier beim Gewinn von sagen wir mal eine halbe Million Gewinn, sagen wir so halbe Million bis 1.500.000 bis 1 Mio Gewinn, ja. Und ihr seht schon, das ist ein Riesenunterschied, ja, denn hier kann ich zum Beispiel, wenn ich hier sage, ich gebe 10% in Marketing aus, ja, dann sind wir hier schon bei 50 bis 100.000, ja, dann sind wir hier schon bei ca. 100.000. Und das hier ist dann auch keine Two-Man-Show mehr, in der Regel hat man hier, ja, in der Regel sind es hier immer so 10 bis 15 Mitarbeiter bereits. Ja, man hat also hier die Two-Man-Show, hat also letztendlich hier schon ein kleines Sales-Team, ja, 10 bis 15 MA. Ja, also 10 bis 15 Mitarbeiter.
Und was man hier noch nicht hat, also man hat hier in der Regel schon ein paar Sales-Leute, meistens irgendwie externe Leute auch, ja, wo man schon sozusagen, also sozusagen ein bisschen Outsourcing betreibt, Delegation. Also hier findet schon Delegierung statt, ja. Okay, aber was man noch nicht hat, ist in der Regel ein eigenes Marketing-Team. Ja? Das ist dann erst bei Stufe 3. Stufe 3 ist dann schon grün, also da geht dann schon richtig die Post ab. Stufe 3 grün, das sind dann so zwischen ja, 5 bis 20 Millionen Umsatz. Ja? Und hier hat man meistens schon 50 bis 150 Mitarbeiter. Ja? Man hat hier ungefähr, sagen wir mal, ein Marketingbudget von 500.000 bis 2 Millionen. Ja. Und man hat hier auf jeden Fall schon ein Marketingteam. Ja. Also ein Marketingteam. Und das ist auch sehr entscheidend, weil da geht schon richtig die Post ab, weil da kann man sozusagen, zum Beispiel ich als Externer, arbeite dann mit so einem Kunden, mit dem Marketing-Team sehr eng zusammen, mit dem Sales-Team, ja, ein Marketing-Team gibt es hier, ein Sales-Team gibt es hier, ja. Und wir fungieren da teilweise auch als Mittelstück und das ist super wichtig. Aber hier, die mittlere Phase, ist sozusagen noch, sagen wir mal, auf Orange, ja, habe ich das gemacht, weil man hier sozusagen noch kein eigenes Marketing-Team hat. Es ist also hier noch sehr, sehr fraglich. Man hat hier noch nicht so richtige Sales- und Vertriebsprozesse. Ja, das ist immer alles noch so sehr wackelig. Die Revenues, also die Umsätze, sind noch sehr, sehr unbeständig, ja. Und was halt hier auch noch hauptsächlich sehr häufig der Fall ist, dass man hier von einem wenigen großen Kunden abhängig ist. Man ist also hier, sagen wir mal, in die Region 1 bis 5 Millionen gewachsen als IT-Dienstleister oder Service-Provider oder Systemhaus. Meistens mit ein, zwei großen Kunden, vielleicht noch ein paar kleinere Aufträge nebenbei. Und wenn der aus irgendeinem Grund irgendeine Marktveränderung mal wegfallen sollte, dann ist es häufig so, dass man hier existenzielle sagen wir mal, Probleme haben könnte. Ja, also ich habe das schon häufig miterlebt. Also es ging ja so stetig bergauf, 3, 4, 5 Jahre. Ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, der hatte also einen großen Kunden, mit dem er wirklich groß gewachsen ist, ja, von ja, quasi null auf circa 2, 3 Millionen Umsatz im Jahr und hatte einen großen Kunden, das war eine Firma in Deutschland vor vielen Jahren, sondern 7 Jahren oder sowas, die Solartechnik entwickelten und so weiter. Und die waren dann plötzlich nicht mehr subventioniert, wurden dann irgendwie von Chinesen aufgekauft, was weiß ich, ja, irgendwas ist passiert. Und seitdem ging es einfach nur noch bergab, ja. Und dann musste hier sozusagen, dann sind seine wichtigsten Sales-Leute auch abgesprungen, ja, seine wichtigsten Consultants und so weiter. Und dann ist es halt ein bisschen schwierig, dann gibt es halt so eine Art Negativspirale. Ja? Also, warum habe ich das jetzt alles aufgezeichnet? Ja? Also, das Wichtigste zu verstehen ist, dass egal, wo du dich jetzt auch befinden magst, ja, ich gehe mal stark davon aus, du hast bis jetzt dieses Video angeschaut, weil du halt irgendwo dich in diesem Wachstumslevel halt befindest, entweder da, da oder dort. Und wichtig ist zu verstehen, wenn du jetzt zum Beispiel dich in diesem Wachstumslevel befindest, weil die meisten meiner YouTube-Zuschauer befinden sich irgendwo hier und hier, ja, oder dazwischen, ja. Es ist eben so, dass wenn du, und jetzt nochmal ganz deutlich zu werden, wenn du eine Two-Man-Show bist, ja, und ich war lange Zeit selber eine One-Man-Show oder eine Two-Man-Show, ja, teilweise jahrzehntelang fast eigentlich, ja, in England, überall. Und wenn du hier eine One- oder eine Two-Man-Show bist, ja, und hast, sagen wir mal, kriegst einfach, weil du Zeit für Geld tauscht und der Markt nochmal, sagen wir mal, für deine Dienstleistung einen gewissen Preis gesetzt hat, ja, das ist halt eben nun mal häufig so und
Da unterscheidet sich auch B2B von B2C. Du kannst nicht einfach irgendein Produkt kreieren, das im Grunde keiner braucht, ja, und dann das überpreist verkaufen. Ja, zum Beispiel, man sieht es im B2C-Bereich, irgendwelche Luxusmarkenartikel, ja, also wo man für ein Handtäschchen für 10.000 Euro verkauft. Also im B2B und in der IT-Branche, da funktioniert es leider nicht so gut. Da hast du halt, sagen wir mal, als Consultant hast du, sagen wir mal, zwischen 1.500 und 2.500 Euro Tagessatz. Ja, und das wirst du auch natürlich selber bestätigen können, in manchen Regionen in Deutschland wahrscheinlich sogar nur 1.000, ja, oder sogar unter 1.000. Und das ist halt, damit ist halt schon langsam kritisch, weil selbst wenn du ausgebucht bist, ja, das ganze Jahr über, wirst du nie wirklich über die 500.000 kommen. Und wenn du dann den Mindset hast, dass du sagst, naja, ich mache meine ganze Kalkulation und ich will grundsätzlich nie mehr für Marketing ausgeben als wie 10% meines Gewinns, also meines, das was mir übrig bleibt, meiner Marge, dann wirst du auch nie sozusagen auf ein höheres Level kommen. Denn um auf dieses Level zu kommen, und das ist das Allerwichtigste zu verstehen hier, um auf dieses Level zu kommen, ja, reicht es nicht, wenn ich Marketingbudget ausgebe auf diesem Level. Ja, genauso wenig, wie es reicht, wenn ich auf diesem Level bin, ja, Level 2, wenn ich hier auf Level 2 bin und ich möchte auf Level 3, ja, dann ist es doch völlig logisch, dass ich niemals auf Level 3 komme, wenn ich weiterhin Marketingbudget ausgebe des zweiten Levels, also von Level 2. Ja, ist doch völlig unlogisch. Und hier ist es ja genauso. Ja. Und ich meine, was jetzt so wirklich einfach und simpel und logisch eigentlich sich anhört, ja, also wahrscheinlich würde es sogar mein 10-jähriger Neffe irgendwie verstehen, wenn ich es ihm so irgendwie erzähle. Ja. Du musst, sehe ich doch immer wieder, dass sich einfach nicht Unternehmen, einfach Unternehmer oder IT-Dienstleister und Spezialisten und so weiter, Softwarehersteller nicht dazu bereit sind, ja, Marketingbudget, ja, in dem Fall sagen wir mal, hier einfach mal Marketingbudget von 100.000 Euro auszugeben, ja, obwohl sie noch auf diesem Level hier sind. Das heißt, ihren kompletten Gewinn wieder zu reinvestieren, mal für ein Jahr oder wenigstens mal für, ja, ich würde sagen, wenigstens ein Jahr, um dann im Folgejahr hier mal den Umsatz zu verdoppeln, ja, von 1 Million, ja, auf 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, ja, im Folgejahr. Nach 3 Jahren 5 Millionen. Ja? Und es wird nicht funktionieren, wenn ich sage, okay, mein Marketingbudget ist 1.000 Euro im Monat. Ja? Und deswegen, und das musst du dir einfach im Klaren sein. Also du kannst natürlich hier Marketingbudget ausgeben von 1.000 Euro im Monat oder 2.000 oder 1.500 Euro im Monat. Sagen wir mal, wenn du sagst, hey, ein Tagessatz pro Monat, ja, mal so eine Pi mal Daumenrechnung, das ist es mir wert, das gebe ich in Marketing aus, dann wirst du nie auf höhere Level kommen, nie im Leben, ja, weil du einfach hier keine adäquate Marketingkampagne hochziehen kannst. Ja, du kriegst da vielleicht 2 oder 3 Leads zusammen und die wirst du dann aufs Jahr gerechnet vielleicht 20 oder 30 maximal Leads irgendwie einziehen und eine normale Conversion Rate von Leads zu Auftrag, ja, ist vielleicht bei 5-10%, ja, je nachdem, was du machst. Und dann hast du halt jedes Jahr deine 1, 2, 3 neuen Kunden, aber das reicht gerade so, um halt wieder auf deinem Level eben zu bleiben von ja, weniger als 1 Million Euro Umsatz im Jahr. Ja, also deswegen mal dieses Video, die Unterschiede, diesen Wachstumslevel, mit denen ich ständig zu tun habe, ja, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst dir, okay, ich möchte irgendwie Wege finden, ich bin auf diesem Level, möchte irgendwie Wege finden,
wie ich von meinen 500.000 Euro Umsatz oder 1 Million Umsatz, meistens sind es sogar noch weniger, weil halt einfach die nicht voll ausgebucht sind. Ja. Sind vielleicht mal eine gute Zeit lang ausgebucht, aber dann sind sie auch irgendwie müde und wollen gar nicht mehr ausgebucht sein. Das ist dann das Nächste, dass sie sich hier einfach einen Consultant reinholen, Junior-Leute und einfach zum Delegieren anfangen, weil sonst wirst du auch diesen Jump nie finden. Ja, nie. Das ist sozusagen das Nächste. Wenn du hier sozusagen zusätzlich noch zur Blockade, hier mehr Geld für Marketing auszugeben, auch noch die Blockade hast, niemanden einstellen zu wollen, dann ist es natürlich doppelt schwierig. Dann kommst du hier nie hoch. Und das mag auch wichtige Gründe haben, dass du zum Beispiel niemanden einstellen willst, weil du auf einem auf einem Spezialgebiet unterwegs bist in der IT, ja, wo du sozusagen sagst, okay, ich vertraue niemanden, der meinen Code so gut schreiben kann wie ich, ja. Aber dann bist du halt als Unternehmer, sagen wir mal, echt langfristig bist du, muss ich ganz ehrlich so sagen, auch verloren, ja. Also wenn du das grundsätzlich ausschließt, dein Wissen weiterzugeben und dir ein Team aufzubauen, dann bist du grundsätzlich ja auf der untersten Stufe festgenagelt, und zwar auf alle Unendlichkeit. Und du wirst dir nur sehr schwer hier sozusagen ein wirklich festes Standbein aufstellen können. Ja, weil wenn du so mal jetzt irgendwie eine Zeit hast, wo du sagst, okay, du kannst nicht mehr, du willst einfach mal, ja, einen Break machen oder sonst irgendwas, oder die Wirtschaft erlaubt es dir nicht, voll ausgebucht zu sein, dann hast du ja eine Menge Leerlauf. Ja. Und entsprechend, wie dein Lebensstandard ist, also das wird dann schon, kann dann schon auch kritisch werden. Also du bist halt hier, musst du halt das höchste Risiko eingehen, was ja auch völlig logisch ist, um aufs nächste Level zu kommen. Hier musst du auch Risiko eingehen, um aufs nächste Level zu kommen, aber schon nicht mehr so ganz so viel, weil du schon auf einem anderen Level bist. Das heißt, selbst wenn du hier, sag mal, wie ich es vorhin erklärt habe, einen großen Kunden verlierst und sackst wieder runter, ja, dann bist du vielleicht wieder auf 1 Million Level, aber bist deswegen ja nicht pleite. Ja. Hier, ja, ist die sozusagen der Bottomline, ja, also hier ist sozusagen die Nulllinie noch viel näher dran wie hier, und natürlich hier ist auch klar. Ne? Und von daher solltest du immer schauen, dass du dich hocharbeitest ins orangene oder ins grüne Level, ja, und nie von vornherein ausschließt, hier die notwendigen Maßnahmen zu treffen, dass du hier dich mal hocharbeitest. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn du vielleicht weitere Hilfe brauchst, dann schiene ich nicht, dann kontaktiere uns, wir können dir vielleicht weiterhelfen. Wir haben des häufigeren IT-Dienstleister und Softwarehäuser und so weiter, die noch ganz am Anfang stehen hier und denen wir hier gute Tipps geben können, wie sie ihre Zielgruppenbesitz aufbauen können, wie sie sozusagen ihre Lead-Generierung ein bisschen mehr automatisieren können und sich damit eben ein bisschen mehr festigen können, hier auf einem gewissen Umsatzlevel und vielleicht sogar aufs nächste hochsteigen. Also, soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.